Hallo und herzlich willkommen zum neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Und Jungs und Mädels, ich melde mich ordnungsgemäß aus Frankreich wieder zurück. Ihr habt da mich wieder, ganz in gewohnter Manier. Und wir starten gleich mit einem Knaller. Und zwar haben wir hier von Ryfield ein Panzer IV Ausführung J, Sonderkfz 161-2. So, und wenn der eine oder andere sagt, oh, nicht schon wieder ein Panzer IV. So, dieser hier ist aber mit Inneneinrichtung, und zwar einer kompletten Inneneinrichtung. Und als Bonbon sozusagen sind hier Klarsichtteile. Das heißt, dass ihr die Sachen, die ihr da zusammenbaut und bemalt, auch wunderbar sehen könnt, und bewegliche Einzelgliederketten. So, insgesamt enthalten sind 29 Spritzlinge plus Polycaps plus Ätzteile. Wir haben die genannten Klarsichtteile, natürlich auch noch die Klarsichtteile für die Optiken. Der Turm ist extra dazu, bewegliche Einzelgliederkette habe ich schon erwähnt. 65 Baustufen gibt es zu bewältigen, 3 Dekel- und Bemalvorschläge. Der Preis liegt bei ungefähr 69 Euro. Und passend dazu bietet Ryfield unter der Nummer 2003, wie gesagt, das kommt zusätzlich, wenn ihr das haben wollt, ein Upgrade Solution Set an für den Panzer IV Ausführung J, Last Production, so nennt sich das dann hier, ist also kompatibel auch für andere Bausätze der gleichen Marke. Wir haben PE-Teile, also Ätzteile und Metallteile, insgesamt 4 Metallfedern, 3 Metallstücke, Metallrohre haben wir 2 Stück, die hohl sind, 2 PE-Platinen, und der ganze Preis liegt dafür bei 18,50 Euro, was relativ günstig ist. Wie gesagt, das Set gibt es extra zu erwerben, das stellen wir im Nachgang nach diesem Modell vor, und ich würde es einfach mal sagen, wir lassen uns überraschen, was sich hier drin befindet. So, Freunde des gepflegten Plastikmodellbaus, dann kommen wir hier zur Anleitung. Das ist fast ein ganzes Buch, wie man hier schön sehen kann. Bei 65 Baustufen auch kein Wunder. Mit Vor- und Abfertigung, da haben wir hier wie gewohnt das Titelbild, worum es sich handelt. Die Erklärung der Piktogramme, Achtung, Kaution, was ihr machen solltet und was lieber nicht. So, und auf 2 Seiten haben wir gleich die ganzen Teile, die in diesem Bausatz enthalten sind. Ist sehr umfangreich, kann man schön erkennen, wenn man mal was auf die Schnelle sucht. Empfehlen würde ich euch für den Bau eines so komplexen Bausatzes auf jeden Fall Literatur, um das gegebenenfalls nachprüfen zu können, um gegebenenfalls Kabel zu ergänzen, und ein Spritzingshalter gibt es von Hobbyzone oder auch von anderen Herstellern. Das vereinfacht die Sache doch erheblich. So, was mir hier auf jeden Fall bei der Bauanleitung schön gefällt, das sind die markierten oder farblich hervorgehobenen Sachen. Da müsst ihr das praktisch reinkleben, kann man hier schön sehen, auch hier die Teile. Es könnte etwas unklar sein, wird dadurch praktisch ein bisschen entgegengewirkt. Hier müsst ihr selber Hand anlegen, 1 mm bohren. Genau da kann man auch sehr schön sehen, das ist farblich hinterlegt, was wo gemacht werden soll. Hier kann man das auch schon sehen, das sind die, ja, ich sag mal, die ersten Seitenteile, die ergänzt werden, dann geht das auch schon los hier. Ganz früh kommen hier die Fender, also die Kettenbleche, die werden hier schon ergänzt. Auch gefallen tut mir hier, dass das S-Teil golden dargestellt wird, das ist sehr schön zu sehen. Hier kommt der Motor, ich würde den Motor komplett zusammenbauen, dann bemalen und das hier schon mal mit roter Rostschutzlackierung versehen. Da kommt ihr dann nämlich so nicht mehr rein, es sei denn, ihr habt kleine, dünne Spinnenhände. So, weiter geht das Ganze, hier kann man sehr schön sehen. Auch hier kann man die CAD-Zeichnung, die da nochmal farblich dargestellt worden ist, genau wie die Teile, die hier ergänzt sind. Also das kommt schon mal sehr gut dahin. Denke aber auch, dass bei so einem Projekt, das doch ein bisschen, ja, ich sag mal, Erfahrung und auch Lust voraussetzt, weil da sitzt ihr sicherlich den einen oder anderen Tag länger dran, dass das schon hilfreich ist, wenn da solche Sachen farblich abgesetzt sind. So, wie immer gebe ich euch auch hier den Tipp mit, wenn ihr zum Beispiel hier die Lenkgetriebe einsetzt oder hier das Getriebe allgemein, das bemalt vorweg, setzt es dann später ein, genau wie den Innenraum, den würde ich immer phasenweise anmalen. Wenn erst alles zusammengebaut ist, ist das schwieriger. Glaubt mir, ich spreche da echt aus Erfahrung. Das ist dann schon nicht so einfach. Genauso würde ich die Kette hier, die ja beweglich sein soll, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, würde ich
erst bemalen und dann aufziehen, weil gerade mit Alterung und diversen Sachen wird das immer ein bisschen schwierig. Man kommt da relativ schlecht ran, auch mit dem Anbauwerkzeug und so weiter und so fort. Das ist schon einfacher, wenn man das wirklich separat bemalt. Gerade wenn man Sachen irgendwie altert, einen gewissen Schliff gibt oder so oder nacharbeitet, da ist das Ganze dann doch nochmal ein bisschen schöner, wenn ihr die Sachen nochmal separat zur Hand habt. Als Tipp auch hier nochmal doppelseitiges Klebeband. Der hält das ganz gut drauf, kann man das schön bemalen, zumindest natürlich die Seite, die man haben will. Aber von einer Axt habe ich die Erfahrung gemacht, da sieht man zum Beispiel nur eine Seite, deswegen ist das eigentlich unerheblich. So, hier zum Beispiel das Teil, das kann dann durch dieses Set ersetzt werden. Das ist das, ja, ich sag mal Rohr. Ob das alles so vonnöten ist, können wir uns ja gleich mal angucken. Könnt ihr euch selber ein Bild machen. Und hier meine Bitte oder meine Sache an euch, das Ganze ist zwar hier golden dargestellt und durchgängig, tatsächlich ist das aber so eine Art Gitter und da müsst ihr auf jeden Fall etwas vorsichtig mit dem Sekundenkleber sein, weil das sieht man auf jeden Fall, wenn da mit Sekundenkleber rumgeaßt worden ist. Sehr ärgerlich, auch da spreche ich leider aus Erfahrung. Da hilft dann nur ein Feuerzeug, das ausglühen, dass der Sekundenkleber praktisch verbrennt und dann dementsprechend nochmal nacharbeiten. So, genau das gleiche hier oben beim Turm. Da hat die Besatzung Zubehör reingetan oder persönliche Ausrüstungsgegenstände, was auch immer. Auch das ist eine Gitterschürze, die dann vorsichtig behandelt werden möchte. So, da wird der Turm komplettiert. Hier sind wir bei der Stufe 65, kann man sehr schön sehen. Ein hochkomplexes Modell. Das hier sind ja Kunststoffteile in Klarsicht, auch da mit dem Kleber sehr vorsichtig sein und der Farbe, sonst sieht man vom klaren Kunststoff nicht mehr viel. So, Armor of Mick hat die Sachen hier ausgearbeitet, deswegen haben wir hier auch gleich die Farbangaben. Im unteren Bereich haben die Jungs fleißig, wie sie sind, auch gleich für die Alterung was dazugelegt. Haben wir eine sehr schöne Hinterhalttarnung, genau wie hier, ist auch sehr schön zu sehen. Denke ich mal, da sollte es keine Probleme geben. Das sieht soweit gediegen aus und auch zeitgenössisch. So, dann kommen wir zu einer sehr wichtigen, ich mach's mal richtig rum für euch, zu einer sehr wichtigen Angabe, wie der Innenraum gestaltet worden ist, wobei das Getriebe ein, ja, ich sag mal, Grünton hatte. Das ist einfach so, genau wie hier da. Die wurden auch mal in weiß lackiert. Also da würde ich mich nicht so sklavisch dran halten. Ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind auch hier die Messinghülsen. Zu dem Zeitpunkt war Messing schon absolut rar. Das waren leider ganz oft Stahlhülsen, die sehr oft geklemmt haben. Die Besatzung waren da sehr unzufrieden mit. Deswegen Messinghülsen nicht unbedingt oder nur bedingt einzusetzen. So, dann haben wir hier ein kleines Korrekturblatt. Das finde ich immer sehr schön, wenn da Schmufix ist, dass da auch drauf hingewiesen wird. Dankeschön dafür, dass wir das einmal bekommen haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir endlich zu dem, warum wir hier sind. Und zwar zu den Plastikteilen. So, und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal mit den Turmteilen an. Das sieht richtig gut aus, sollte man von diesem Hersteller aber auch erwarten, dass wir da klare Details sehen, dass wir da ja wunderbare herausgearbeitete Sachen sehen. Haben wir hier Slide-Mode-Verfahren, das heißt, dass wir von oben, unten und den Seiten eine Detaillierung haben. Was bei diesem Bausatz auffällt, ist, dass wir auffällig viele oder ja sehr grobe Auswerferstellen haben, meist an Stellen, die ja, hinterher nicht mehr zu sehen sind, aber auch leider, wie hier, sind noch einige Auswerferstellen an Teilen, die man sehen kann. Guckt euch das vorher an, dass ihr es gegebenenfalls dann spachteln oder schleifen können. Es wäre ärgerlich, wenn denn da Sachen angeklebt werden, die man dann anschließend relativ schlecht bearbeiten kann. Das ist so ein, ich sag mal, kleiner Pferdefuß. Ohne das jetzt zu rechtfertigen, also wir kriegen da kein Geld oder so für ein lässt sich relativ immer schlecht machen mit Spritzguss. Einige Hersteller kriegen das gut hin, andere manchmal ein bisschen schlechter. Das ist halt das große Manko am Plastikspritzguss, dass irgendwo diese Auswerfermarken hingehören. So, ebenfalls positiv möchte ich erwähnen, dass diese Form immer poliert werden. Das hat zur Folge, dass diese Details so schön deutlich darzustellen sind. Im Englischen gibt es da so ein wunderbares Begriff Crisp und ich finde, das passt immer am besten. Kann man sehr schön sehen, auch die Filigranität der Teile. Fischhäute,
habe ich ein Glück bis jetzt nicht entdecken können, beziehungsweise wenn, dann sind sie so klein gewesen, dass sie mir nicht aufgefallen sind. Hier haben wir die Oberseiten, in der Unterseite, da haben wir dann auch eine Detaillierung. Hier sind die Auswerfermarken nicht ganz so schlimm, zumal dieses Teil auch noch als Kunststoff-Klarsichtteil kommt. Das heißt, man könnte sogar darauf verzichten. So, hier geht es dann weiter. So, und hier ist das auch schön zu sehen. Also möchte euch alleine mal so her diese wunderbare Detaillierung hier zeigen. Also da ist wirklich an kleinste Kleinigkeiten gedacht worden. Das sieht recht gut aus, das gefällt sehr gut. Wo viel Licht ist, ist leider auch ein bisschen an Schatten. Und das ist das, was ich meinte. Hier haben wir Auswerfermarken, die müssen nachgearbeitet werden. Ihr seht das hier schön. Ja, das ist nun mal so und kann man auch nicht wegdiskutieren. So, dann haben wir die Rommelkiste, die Aufbewahrungsbox, die hier separat daherkommen. Auch hier fallen uns die schönen Detaillierungen ein. Es sind ja alle Teile da, die man so braucht. Das Teil ist auch im Slide-Mold-Verfahren hergestellt worden. Das heißt, dass wir von allen Seiten eine schöne Detaillierung haben. Das macht soweit Laune. Das sieht soweit gut aus. So, dann haben wir hier die sogenannten Fender oder auch die Kettenschutzbleche. Erfreulicherweise ist hier schon einiges angebaut worden. Hier haben wir die Halterung für die späteren Schürzen. Die Werkzeughalterungen sind dort schon angedeutet worden. So, und die lustigen Teile hier, die sind dafür da. Die werden praktisch zwischen die Schürzen und ja den unteren Raum hier, also in diesem Hohlraum werden die aufgebracht. Das sollte zum Beispiel Hohlladung oder auch verhindern, dass dort Handgranaten hingelangen und dann oben explodieren. Und hier haben wir die, ja, ich sag mal Rohre, die dafür sind, die Drahtgeflechte zu halten. Die sind hohlgegossen, die sind richtig schön dargestellt. Also das macht richtig schön Laune, das Ganze anzusehen hier. Also hier auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Maybach-Motor. Auch das sieht richtig schön aus. Das wäre eigentlich viel zu schade, das ja, hochkomplexe Motormodell so verschwinden zu lassen. Eigentlich sollte man, wenn man den Motorraum geschlossen darstellt, sollte man das Ganze irgendwie separat hinstellen oder so, weil das ist doch schön, eine schöne Arbeit. Ich glaube, das war ein HLM 120, kann das sein? Ja, richtig, genau. So Trockensumpfschmierung. Das heißt auch, dass die Schmierung vorhanden war, wenn das Ganze gekippt oder geneigt war. So, dann haben wir hier den Spritzling mit den ja, ich sag mal, Fahrwerksteilen und Laufrollen. Der kommt zweimal daher, da zeige ich euch vorne und hinten. Und da gehe ich auch gleich bei der Vorderseite einmal näher ran an die Kamera, weil da haben wir eine kleine Besonderheit. Sonst wurden immer hier Vorwerk ja, Laufrollen gezeigt, aber es gab die auch von Semprit. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus, das Ganze. Die Detaillierung ist sehr, sehr hochwertig hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das macht richtig Laune. Sind natürlich, wie man sehen kann, sehr viele Bauteile. Ist hochkomplex, das Modell. Also für Anfänger würde ich einfach mal stumpf behaupten, ist das Modell ohne relativ großen Frustfaktor nicht geeignet. Es sind doch sehr, sehr viele Teile anzubringen, die auch sehr filigran sind. Und gerade bei einer Inneneinrichtung ist sehr viel Vorarbeit zu bedenken, damit das Ganze nicht in die Hose geht. So, dann haben wir hier nochmal Laufrollen und Halterung für die Schürzen. Einmal vorne, einmal hinten, um das Ganze mal schön zu zeigen. Auch hier wieder kleine, feine, filigrane Teile. Kann man sehr schön sehen, das Ganze. Da wurde auf jeden Fall sehr viel Wert darauf gelegt, die Teile ja, darzustellen. Dann kommen wir hier zur Waffenanlage, nenne ich es mal so. Und was uns hier auf jeden Fall einfällt oder auffällt, wir haben ein einteiliges Kanonenrohr. Das gibt schon mal ein Sternchen auf jeden Fall. Dann haben wir hier diverse Anbauteile. Ist auch wieder hochkomplex dargestellt. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieser Hülsenfangkorb. Der im Plastikspritzguss gar nicht so einfach herzustellende Ausbuchtung und Beulen hat. Dann sind hier oben ja, Hohlräume im Slide-Mold-Verfahren. Das heißt, dass die Kanonenblende
die sogenannte Eichelform hier, dass das schön offen dargestellt ist. Das kann man hier schön sehen. Also das sieht richtig gut aus. Sogar die Zeiger, kann man das hier sehen? Sogar die Zeiger hier sind angegeben, der Waffenrichtanlage. Also das sieht richtig, richtig schön aus. Das kann man richtig schön auch nochmal farblich herausholen mit den Klarsichtteilen, dass man das dann sehen kann. So, dann haben wir hier Munition. Ja, drehen wir das mal um. Ja, ist richtig. So, dann haben wir einmal vorne, einmal hinten. Denke ich mal, sollte alles bei sein. Wie gesagt, mehr Stahlfarbe oder halt in dieser grünen Schutzfarbe dargestellt als halt Messing, weil das war wirklich sehr, sehr rar im Dritten Reich. Wie ihr wisst oder wie der ein oder andere weiß, ist Deutschland ja nicht gerade mit Rohstoffen gesegnet und da wurde sowas natürlich als erstes eingespart. Nachteil an diesen Stahlhülsen war halt, dass die durch die Hitze, die da entstanden sind, dass sie halt oft geklemmt haben. Die Besatzung haben da sehr oft drüber geflucht, weil ist klar, wenn ihr im Feuergefecht seid und dann klemmt da was, ist natürlich das nicht so schön. So, hier haben wir Teile vom Innenausbau, das kann man schön erkennen. Da steht nachher der Turm mit dem Turmkorb drauf. Dann haben wir hier die Funkanlage, auch hier wieder sehr schöne Details. Und hier ist das auch wesentlich besser von den Auswerferstellen. Also gleich am Anfang habe ich euch praktisch mit die größten Schnitzer so gezeigt. Es wird also persönlich besser. Kann man wirklich so zusammenfassen. Dann haben wir hier Turmaufhängung, kann man schön sehen. Das ist dieses Teil hier, da hängt das mit dran. Dann genau so wie hier, dann sind diverse Kleinteile da. Also ihr seht, wie ja, voluminös das Ganze ist. Das sieht recht gut aus. So, dann haben wir hier den Turm bzw. den Turmkranz oben. Die ganzen Sachen, die da so zugehören, auch hier sind nur für diesen Turm sind sehr, sehr viele Teile da. Das kann man sehr schön sehen. Ganze einmal so rumgehalten. Auch wieder sehr sehr gut dargestellt. Etwas kompliziert in der Auswertung. Hier haben wir die Motortrennwand oder Brandschutzschott, wie man das auch immer nennen möchte. Auch hier sehr schön dargestellt, das Ganze. Die Auswerfermarken dort, wo man die relativ schlecht sehen kann. So, dann kommen wir zu etwas älteren Bekannten, und zwar hier zu Werkzeug und Munition. Das gab es schon an anderen Bausätzen. Das sind also keine neuen Bauteile, die aber nichts an ihrer Qualität verloren haben. Nach wie vor ist Ryfield, was den Formbau angeht und die Formteile führt, möchte ich mal so behaupten. Auch hier kann man das wieder sehr schön erkennen, die Details, die hier sind, durch das sogenannte Slide-Mold-Verfahren. Das hat den Modellbau doch wirklich, wirklich bereichert. So, Lenkbremsen haben wir hier, Getriebe haben wir hier, sehr schöne Details, gerade diese Kühlelemente hier, die sind sehr schön herausgearbeitet, genauso wie hier beim Getriebe. Das ist ja sehr, sehr markant. Hier auch die Einstell- und Knöpfchen, was da so alles ist. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also das gefällt auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier einen relativ großen Spitzling wieder mit Bauteilen, Ersatzkettengliedern und so weiter und so fort. Nochmal Turmteilen, hier Defender, was es so alles da nicht gibt. Hier hat sich, muss ich leider nochmal wieder ein bisschen mäkeln. Hier sind nochmal ganz fiese Auswerferstellen. Da werdet ihr nacharbeiten müssen, weil die sieht man, oder ihr schmeißt das halt raus und ersetzt das durch Ätzteile zum Beispiel. Genauso wie hier die Luken, wenn ihr das ganz offen dargestellt haben wollt, müsst ihr dort nacharbeiten. So, drei verschiedene Mündungsbremsen haben wir hier auch nochmal. Also die Qual der Wahl, der Panzer 4 mit der L48 hat ja einige Mündungsbremsen. Ja, in petto, sag ich es mal so. Dann haben wir hier nochmal den Turm. Den zeige ich euch mal so in Gänze. Und dann gehe ich nochmal näher ran, weil das ist wieder richtig Porno. Das sieht richtig gut aus, das Ganze. Die ganze Detaillierung hier, also das macht richtig Freude. Da ist Modellbau 2020, das kann man wirklich so sagen. Dann habe ich hier noch jede Menge Teile. Da sind die Polycaps. Scheint sich wohl bewährt zu haben, das Tamiya-System. Dann habe ich hier so eine lustige Tüte mit kleinen Kettenbolzen. Die lege ich mal hier hin. Die Tüte kommt zweimal daher. Und natürlich die bewegliche Einzelgliederkette, die wir euch hier präsentieren, in einem, ja, gewöhnungsbedürftigen Grau.
Die Farbe sieht auf jeden Fall schrecklicher aus, als das Ergebnis ist. Das Ergebnis ist nämlich recht schön, kann man sehr schön erkennen. Wir haben hier relativ späte Ketten mit einem fast ausgefüllten Horn. Das kommt soweit alles hin. Hier die Greifer sind da drauf. Kann man hier sehr schön sehen, das Horn ist hier geschlossen. Hier die Teile sind durchbrochen, das sieht sehr gut aus. Und angenehmerweise haben wir nur drei Stellen, die wir da versäubern müssen. Das ist schon mal wesentlich besser als bei anderen Herstellern und macht auf jeden Fall eine Menge her. So, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich habe euch ja Klarsichtteile angekündigt. Dort haben wir hier einmal die Klarsichtteile, die normalen für die Optiken und was da so alles dabei gehört. Und jetzt kommen wir zu den Klarsichtteilen, die diesen Bausatz so besonders machen. Und da haben wir hier einmal das große Teil hier, dann haben wir das vordere Teil, also ihr seht praktisch ein Getriebeteil, dann Fahrerplatz, Funkerplatz, hier den Arbeitsbereich, Motor und natürlich dann den Turm. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wie die Schießhunde mit Teilen, die ihr anklebt. Die Teile sind klar, sind poliert, also da könnt ihr wirklich wie ein Lux durchgucken. Und wenn da ein bisschen Kleber zu viel rankommt, dann wird das Ganze milchig. So, dann habe ich hier Ätzteile für euch. Da habe ich einmal diesen Ätzteilbogen. Da ist ja das, was ich euch vorhin gesagt habe. Das ist dieser Anti-Grenade-Screen, so heißt das Ganze schön auf Englisch. Hier sind die Teile für die Motorlüftung. Dann haben wir hier diverse kleine Anbauteile für Munitionshalterung, was da so alles Schönes anfällt. Und auf der anderen Seite, dort haben wir die Teile, oder ich sag mal, die RPG-Schutz, heißt es ja auch schon auf Englisch. Also dort sollten Hochladungsgeschosse auftreffen, vorher zur Detonation gebracht werden, die sogenannten Thomas-Schürzen. Das sieht sehr schön aus. Und zum guten Schluss dieses Bausatzes haben wir hier noch, ich drehe es mal richtig hin, die Nachschiebebilder, Munition, Warnhinweise, dies, das und jenes. Dann haben wir, Balkenkreuze dürfen natürlich nicht fehlen. Die Teile für die Motoranzeige und Turmnummern. Und dann wären wir mit der Vorstellung von dem Bausatz durch. So, im Anhang sozusagen kommt das Upgrade Solution Series, das die Firma Ryfield seit gegebener Zeit für seine Bausätze anbietet. So, und hier möchte ich erstmal hinweisen, das ist separat zu erwerben, das ist nicht Teil des Bausatzes. Das wollen wir euch nur zeigen, was halt möglich ist. Hier ist schon mal ein kleiner Ausblick. Das Ganze ist enthalten. So, und dann zeige ich euch erstmal hier die Anleitung, die ein bisschen gefaltet daherkommt. Auch leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Ist es so? Nein, ist es nicht. So, hier kann man das auf jeden Fall schon mal erkennen. Ätzteile, Ätzteile, Ätzteile. Das, was ich vorher angesprochen habe, was ich ein bisschen bemängelt habe, das wird hier als Ätzteil in dünn angeboten. Ob es unbedingt besser ist, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht. Da fehlt zum Beispiel die Wulst drumherum, die ja bei diesem Schutz so typisch ist. Hinzu kommt, dass es eine wahnsinnige Formelei ist. Da braucht man Chirurgenhände, da muss man ganz ruhig sein. Der Kleber muss richtig kleben. Also das würde ich auf jeden Fall keinen Leuten empfehlen, die gerade mit Modellbau angefangen haben oder keine großen Freunde von Ätzteilen sind. So. Hier könnt ihr das sehen, da sind die Rohre. Warum man das jetzt ersetzt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil das mitgelieferte Rohr ist hohl, das ist, hat die richtigen Einbuchtungen schon, aber ich zeige euch das gerne mal. So, und wer noch nicht genug hat, der kann hier diese wunderbaren kleinen Pins einsetzen und dann ist das Ganze beweglich. Also, es wird ja einiges mitgeliefert und geboten wird es euch ja noch viel mehr. Das ist nochmal eine kleine Korrektur, die darf auch nicht fehlen. So, dann habe ich hier die Rohre, ich hole sie mal raus, damit man das auch sehen kann. Den Draht lasse ich mal drinne. Der fummelt sich da nämlich sonst ganz doof rein. So, und hier haben wir die Metallstangen. So, und die sind, wie man hoffentlich sehen kann, hohl. Aber die ganzen Ausbuchtungen, die für die Halterung eigentlich vonnöten wären, die sind leider nicht dabei. Die müsst ihr euch entweder da selber reinflexen oder halt eine Menge Geduld aufbringen. Dann haben wir hier die Ätzteile, kann man sehr schön sehen, die ganzen Teile, die dabei sind, die eine Seite und natürlich hier auch nochmal die andere Seite. So, und für mich eigentlich das Beste an diesem Ganzen ist, sind diese kleinen Metallfedern. Die sollten eigentlich in jedem Panzer 4 Bausatz, das bin ich dafür, dass das gesetzlich festgelegt wird, dass man die beilegt, weil die sind nämlich wunderbar und vor allen Dingen geben die das Ganze auch wirklich wieder als so ein blödes Plastikteil. So, und dann sind wir hiermit auch schon durch. So, meine Freunde, kommen wir zur Schlussbetrachtung. Fangen wir erstmal mit dem Bausatz an.
Ich gebe beide Daumen nach oben, Top-Qualität. Ich sage euch auch warum. Ja, er hat seine Schwächen. Die Auswerfermarken gefallen mir überhaupt nicht, bin ich ganz offen und ehrlich. Und jetzt kommt aber das große Aber. Das ist ein absolutes Novum, was wir hier haben in Spritzguss. Das ist das erste Mal, dass ein Modell in 1:35, ein Panzer 4, in Kunststoff mit Inneneinrichtung zu erhalten ist, mit diesen Klarsichtteilen, wo ihr das auch noch alles seht. Wer die CMK-Umbausätze kennt, weiß, dass die sind zwar sehr schön, ist aber Resin, ist nicht jedermanns Sache. Der Preis ist vollkommen in Ordnung für die Sachen, die ihr da bekommt. Ein bisschen Nacharbeit müsst ihr da schon leisten. Ist aber alles, denke ich mal, noch machbar. Ich würde den Bausatz nicht für Anfänger empfehlen, weil doch relativ viel an Planung ist und auch an Filigranität der Teile. Und dafür sind 69 Euro einfach viel zu viel Geld, um das Modell zu verhunzen und etwas Frust im Hobby zu schieben. Ansonsten von der Qualität, wie gesagt, Auswerfermarken haben wir gesehen. Diese ziehen das Ganze runter. Auf der Habenseite haben wir die wunderbare Detaillierung. Wir haben keine Fischhäute gesehen oder andere böse Sachen. Dann separat dazu erhältlich ist dieses schöne Set hier. Kann man nochmal, ich sag mal, das i-Tüpfelchen draufsetzen. Einige Sachen, ja, sind in meinen Augen unsinnig, braucht kein Mensch, wie zum Beispiel diese Metallstangen. Die sind ja wunderbar hohl gespritzt als Kunststoffteile. Dafür wiederum sind diese Metallfedern wirklich, wirklich toll. Das ist echt ein Blickfang, wenn ihr es nicht mit Farbe oder Kleber zukleistert. Ansonsten bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt hier einiges mitgenommen. Euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Like, genauso wie ja über einen Daumen nach oben oder halt ein Abo. Bis dahin bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns beim nächsten Video.